Ab Sonntag müsste diese Kundin hier keine Maske mehr tragen. Im Handel und in der Gastronomie entfällt die Maskenpflicht. Auch Zugangsbeschränkungen für Geimpfte wie Ungeimpfte, also 3G oder 2G, gibt es dann nicht mehr. Unternehmen wie zum Beispiel Supermärkte können aber über das Hausrecht selbst entscheiden, welche Regeln für ihre Kunden und die Mitarbeiter künftig gelten sollen. Virologen empfehlen vor allem in Innenräumen weiterhin Maske zu tragen und auf Abstände zu achten. Stichprobenartig nachgefragt, ergibt sich dazu ein gemischtes Stimmungsbild. Ja, weil ich das sinnvoll finde. Ich bin ja auch schon eine ältere Generation und muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ein bisschen mehr auf Eigenverantwortlichkeit zu setzen ist gut und ich bin mir auch sicher, dass nach wie vor einige die Maske behalten lassen. Ich weiß nicht, wenn genügend Abstand ist, dann werde ich die nicht mehr anziehen. Doch es gibt auch weiterhin für einige Bereiche strenge Corona-Regeln in Bayern, wie die Test- und Maskenpflicht in Einrichtungen mit vulnerablen Personen, also Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen, die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln und die Testpflicht an Schulen und Kitas. Grundlage für die Lockerungen ist das Bundesinfektionsschutzgesetz. Dies sieht zwar für die Bundesländer die Möglichkeit vor, je nach Infektionsgeschehen regionale Hotspots auszurufen und damit strengere Maßnahmen zu erlassen. Bayern, wie andere Länder, bezweifelt allerdings, dass diese Regelung Klagen standhalten würde und wendet sie daher nicht an.